Also Leute, ich finde es in dem Schiff richtig spannend und man hat schon ein etwas mulmiges Gefühl im Inneren des Schiffs. Die oberen Stockwerke sind besser intakt, kommt man weiter runter, sind die Stockwerke ein bisschen schlechter. Es geht nochmal rein in das Schiff, diesmal nicht alleine. Es war ein bisschen spooky das letzte Mal. Die Treppen sind hier gefährlich. Man muss aufpassen, dass es hier nicht einbricht. Zum zweiten Mal in das Schiff. Es ist ein bisschen spooky. Die Geschichte hinter dem Schiff ist der Hammer. Teilweise hat es mysteriöse Todesfälle gegeben. Vielleicht war das Bauland nicht offiziell genehmigt. Es mühten sich viele verschiedene Geschichten darüber, aber ich finde es hier hochinteressant. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier. Ich finde es mega spannend. Ich habe jetzt diesmal, bin ich nicht alleine, bisschen spooky mit Licht. Es fliegen hier auch teilweise Fledermäuse. Man weiß aber auch nicht, was hier an anderen Tieren kreucht und fleucht. Jetzt geht es ganz runter. Very spooky. Turn on your lamp, maybe. Boah, hier. Hier ist eine Bar mit Disco-Bar hier. Boah, da muss man aufpassen. Teilweise hat es hier dann, sind die Fliesen kaputt. Aber höchst spannend, höchst spannend. Deswegen alleine gehe ich, würde ich ja nicht reingehen. Alleine würde ich ja nicht reingehen. You follow me or not follow me? She follow me. Dass ich hier diesmal mehr Licht dabei habe. Nice. Boah, die Toilette. Also, boah, Fledermaus. Also das Schiff war mal richtig mega groß und richtig gut. Eine richtig, hier das ist die Toilettenanlage, richtig schön auch mit dem Marmor. Weg, ich go weg. Okay, ich go weg. Return. Lieber wieder hier schnell raus irgendwie. Nee, ich traue mich ganz runter im Maschinenraum, traue ich mich nicht. Das ist mir zu crazy. Aber das Boot ist der mega der Hammer. Das war mal richtig, richtig gut. Für die damalige Zeit wirklich top.
der Barbereich vom Oberdeck. Das ist schon ziemlich zerstört. Ja. Dabei. Alleine geht einem ein bisschen die Düse, das zweite ist ein bisschen besser. Und dann erwischt es nicht alleine, wenn der Flug kommt, weiß ich es ja nicht. Ein richtig großer Restaurantbereich und noch relativ gut intakt. Könnte man gut noch ein bisschen Getränke verkaufen. Hier gibt es sogar noch die Menükarte. Ich weiß jetzt leider nicht, von wann die ist. Welches Jahr habe ich jetzt nicht entdeckt. Grand Lagoon Fried Rice 150. Bier, Schinger 120 und kleines 60. Da muss schon ein bisschen Zeit vergangen sein. Hier so eine Industrieküche, richtig groß. Richtig große Industrieküche. Muss halt aufpassen, dass man nicht doch irgendwo einstürzt. Ja, hier geht es wieder raus. Also man kann durch den Restaurantbereich, durch die Küche, dann wieder zurück auf den Flur. Und dann geht es dann wieder das Treppenhaus runter. Man bedenkt, wie alt das Schiff ist. Finde ich das immer noch im erstaunlich guten Zustand, auch wenn man sieht, wie es gebaut ist. Jetzt geht's in den fünften Stock. Ich habe diesmal ein bisschen Licht dabei, dass man mehr sieht. Ich war ja schon mal hier. Diesmal schauen wir uns andere Zimmer an. Nochmal Bathroom. Die Badewanne sieht erstaunlich gut aus. Der Schrank. Beautiful. Also jetzt mal im Ernst, hier mal ein bisschen durchlüften, ein bisschen putzen, entschimmeln. Obwohl, ja, aber so zwei Nächte könnten wir ja schon verbringen. Bisschen spooky zwar, aber schon interessant. Sieht lecker aus. Aber die sanitären Anlagen noch richtig intakt.
Zimmer mit Doppelbett, schön klein, schön intim. Und dann diesen Ausblick, richtig, richtig gut. War ein tolles Zimmer. Auch wenn man sieht hier das Türschloss, war mal ganz ordentliche Qualität. Also soweit ich das, wie ich das als Laie so beurteilen kann, empfinde ich das Schiff richtig gut gebaut. Und wenn man bedenkt, dass das schon bestimmt 40, 50 Jahre auf dem Buckel hat oder noch mehr. Richtig klasse. Wahrscheinlich liegen hinter den verschlossenen Zimmer die Toten oder die Geister, obwohl es keinen Spaß macht. Die Luft ist richtig stickig. Ja. Hier steht's. Ja, toll. Da war ich mit auf der Toilette. Ja, super. Boah. Jetzt betreten wir das Zimmer 534. Boah, looking your best cabin shampoo. You don't need to buy. Umbrella. Ja, schaut euch das leckere Kopfkissen an. Nein. No. Ja, hier ist es dann schon ziemlich verrottet, aber das ist ja klar. Salzwasser, Salzluft macht Metall korrosiv. Auch hier die Wandverkleidung noch richtig schön, schön ordentlich. Schade, so ein tolles Schiff. Macht mich richtig traurig. Jetzt geht es wieder zurück zum Eingang der Zimmer, zum fünften Stockwerk. Jetzt betreten wir den vierten Floor, Zimmer 401 bis 437. Roter Teppichboden. Roter Teppichboden. Jetzt gehen wir in das Zimmer 417. Dann hat es schon ein bisschen farblich anders gestaltet. Und das obere Boah! Shampoo hat es hier noch. Alles klar.
Ja, hat's nicht. Ich lasse alles so, wie ich es vorgefunden habe. Ich verende hier nichts. Ah. Eine schöne Lampe. Ja, different. Richtig tolle Lampe. Oh, die Aussicht ist schon toll. Stuff only. Hier hat sogar noch die ganzen Zimmerschlüssel. Unglaublich. Hoffentlich kommt man nichts entgegen, was ich eigentlich nicht sehen möchte. Weiß man nie. Jetzt gehe ich in das Zimmer 424 und ich denke jetzt mal wirklich insgesamt, wenn man sich aus 10 verschiedenen Zimmern die besten Sachen zusammenbastelt, hätte man vermutlich ein relativ gut intaktes Zimmer zum Nächtigen. Okay, ob man das dann möchte, ist eine andere Frage. Okay, manche Zimmer sind besser, manche schlechter. Hier schon der Schimmel schon. Sehr stark. Ich bin hier im Geisterschiff von Ko Chang. Hier gibt es Geister vielleicht oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe es nicht. Gott sei Dank, jetzt kommt wieder frische Luft, aber hier ist dann auch wieder gleich ziemlich motrig, da muss man aufpassen, dass man nicht durchbricht. Ich lasse mal das Mädel vorlaufen, falls ein Geist links oder rechts aus dem Zimmer springt. Man weiß es ja nicht. Also Leute, ich muss sagen, das ist schon richtig, richtig spannend, wenn man hier durch das Schiff wandert. Das ist der dritte Stock, der dritte Floor. Und hier kommt man auch rein in das Schiff. Und hier geht's runter. Schauen wir mal, was da noch gibt. Jetzt sind wir auf dem dritten Floor. Und hier ist der Boden gefliest. Das hier ist das Zimmer 302 und schaut euch hier die Tapete an. Richtig tolle Tapete. Und kaum Schimmelflecken. Richtig toll. Also das Zimmer könnte man doch fast zurecht machen. Noch eine gute Matratze suchen. Auch made in Germany. Und hier ist dann doch ein richtiger Wasserschaden. Hier läuft man auf Fliesenboden und der knackt ganz schön. Thank you.
das ist das Zwischenstockwerk, Zwischentreppenhaus. Und das ist schon ein bisschen marode. Sieht ziemlich so aus. Ja, man stellt jetzt hier fest, Wasser läuft natürlich von oben nach unten und hier sieht das Stockwerk deutlich schlechter aus. Also die oberen Stockwerke sahen besser aus. Jetzt ist das Zimmer 320 und jetzt hat es hier wieder eine andere Tapete mit Flowers, Big Flowers. Oh, und sogar ein rotes Telefon. Aber hey, der Stuhl ist ja noch richtig klasse. Aber auch hier müffelt es richtig. Hier gibt es sogar auf dem Bett Blumen. Vielleicht hat hier jemand eine romantische Nacht verbracht. Wer weiß. Also der dritte Stock mit dem Fliesenboden, der ist schon ganz schön demoliert. Und hier hat es wieder eine andere Tapete. Zimmer 328. Und hier hat es dann wieder eine andere Tapete mit Gold. Also geschmacklich war das mal wirklich richtig toll. Richtig, richtig schön gemacht. Echt traurig, dass das Schiff so kaputt ist. Hat bestimmt mal jede Menge Geld gekostet. Ich bin hier in dem Geisterschiff von Koh Chang am südlichen Ende von der Insel. So, jetzt kann ich auch sagen, dass ich mal auf dem Nilkreuzfahrtschiff Urlaub gemacht habe, zumindest mal einen Tag oder eine kurze Zeit. Also ich finde, das Schiff ist schon ein bisschen unheimlich. So ein bisschen mulmiges Gefühl da drin hat man schon.